Herzlich willkommen beim Ars Electronica Esero Videocast. Heute geht es um die Erforschung des dunklen Universums. Es geht um dunkle Energie, dunkle Materie, aber im Besonderen geht es um Euklid, um die europäische Raumsonde, die dieses dunkle Universum erforscht. Diese Raumsonde ist etwas ganz Besonderes. Sie ist ein Teil dieses Cosmic Vision Programmes der ESA, das von 2015 bis 2025 läuft. Und Euklid wird einen Drittel des Himmels beobachten. Das muss man sich mal vorstellen. Es wird die Form, die Position und Entfernung von Galaxien bis zu einer Distanz von 10 Milliarden Lichtjahren messen und gleichzeitig die größte und genaueste dreidimensionale Karte des Universums erstellen. Euklid ist schon am 1. Juli 2023 von Cape Canaveral mit einer Falcon 9 Rakete gestartet und erfolgreich in den Weltraum gebracht worden. Ja, wohin ist denn Euklid geflogen? Euklid hat wie einige andere Weltraummissionen mittlerweile einen Punkt, seine Heimat, im Lagrange-Punkt L2 gefunden. Dieser Lagrange-Punkt L2 befindet sich 1,5 Millionen Kilometer von der Erde, der Sonne abgewandt. Und zwar dieser Punkt verfolgt die Erde immer auf ihrer Bahn um die Sonne und die Raumsonde bewegt sich in einem sogenannten Halo-Orbit um diesen 1,5 Millionen Kilometer entfernten Punkt. Dieser Punkt hat eine große Besonderheit, weil wir da den Himmel in aller Richtung, sozusagen in aller Ruhe, perfekt beobachten können. Es gibt eine heiße Seite, die der Sonne zugewandt ist, und es gibt eine kalte Seite, wo der Satellit dann das Universum eben beobachtet. Diese Reise zum Punkt L2, Lagrange-Punkt L2, hat erfolgreich funktioniert und die Raumsonde wurde dort eben schon positioniert. Jetzt ist die Frage, was möchten wir denn mit Euklid beobachten und was ist das Ziel Euklid? Und es gibt so eine Reihe von Fragen, die uns hier beschäftigen und wir hoffen, dass Euklid und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das lösen können. Ein Thema wäre, wie ist denn die Struktur und die Geschichte unseres Universums und das kosmische Netz, so diese großen Strukturen komplex aufgebaut. Zentrale Frage ist die Natur der dunklen Materie, weil wir wissen, es gibt viel von dieser dunklen Materie, wir werden es noch sehen, wir können sie eben nicht sehen, aber sie existiert. Die nächste Frage lautet, wie hat sich das Universum über die Zeit, über seine 13,8 Milliarden Jahre, die es derzeit alt ist, ausgedehnt? Hat sich viel getan, wir wissen heute viel darüber, aber wir wollen es noch genauer und präziser wissen. Die zweite zentrale Frage nach der Frage der dunklen Materie ist die nach der Frage dieser sogenannten dunklen Energie. Das ist was sehr Geheimnisvolles und es ist wirklich so geheimnisvoll, dass es selbst die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht wirklich wissen. Was steckt denn da dahinter? Wir wollen aber dahinter kommen und dafür ist Euklid ganz speziell gemacht. Das werden wir uns noch ansehen. Und damit sehr eng verbunden ist die Frage nach der Schwerkraft im Universum. Und die Schwerkraft ist natürlich für uns alle, für die Menschheit, aber auch für die gesamte Natur und das ganze Universum von größter Bedeutung. Und da stellt sich die Frage, haben wir die Schwerkraft wirklich komplett verstanden? Die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein beschreibt uns ja, wie das funktioniert mit der Schwerkraft, aber ja, ist so eine Sache. Also diese fünf Fragen stehen im Zentrum der wissenschaftlichen Forschungen von Euklid. Die Raumsonde Euklid selbst ist ein ganz schön großes Ding, könnte man sagen. Wir sehen es hier verglichen mit einem Menschen, 4,7 Meter hoch und auch einen Durchmesser von 3,7 Metern. Also schon ein stattliches Instrument.
Es wiegt auch 2 Tonnen, hat eine Masse von 2 Tonnen und 2 Hauptinstrumente, die im sichtbaren und im infraroten Licht beobachten. Das werden wir uns auch gleich noch ansehen. Also ein ganz, ganz besonderes Teleskop, das hier jetzt im Weltall seine Runden zieht. Wir beobachten, wie ich schon sagte, in 2 Wellenlängenbereichen. Ein Instrument, dieses sogenannte visuelle Instrument, das ist eine gigantische Kamera. Eine Kamera, die im sichtbaren Licht, aber auch bis ins nahe Infrarot hinein funktioniert. Und das Besondere dieser Kamera, sie hat ein äußerst scharfes Blickfeld oder ein äußerst scharfes Blickfeld auf die Galaxien, auf die Sterne. Und das benötigen wir, wenn wir diese Fragen beantworten wollen. Es sind 36 CCDs und jede CCD hat 16 Millionen Pixel. Das muss man sich einmal vorstellen. Eine gigantische Kamera. Und das zweite Instrument ist ein Spektrometer und ein Photometer, wo wir das Licht sozusagen analysieren können, auseinanderziehen können und Entfernungen messen, aber auch Rotverschiebungen eben messen können. Und das ist ein, wir nennen das Near-Infrared Spectrometer und Photometer. Und dieses hat eine große Besonderheit, dass es nämlich auch für eine Weltraummission das größte Gesichtsfeld bisher hat, das wir haben. Und wir brauchen dieses große Gesichtsfeld, weil wir ja so viel vom Himmel beobachten. Bis zu einem Drittel des gesamten Himmels werden wir uns gleich ansehen. Das ist die Aufgabe hier technisch gesehen von Euclid. Nun, ich habe schon gesprochen von dem Thema der dunklen Materie und der dunklen Energie. Also diese Geschichte, dass es mehr Materie gibt, als die wir sehen können, als gewöhnliche Materie, die Geschichte ist schon eigentlich relativ alt. Gibt es schon über Jahrzehnte, fast schon ein Jahrhundert, dass Astronomen draufgekommen sind, dass um die Galaxien herum mehr Materie da sein muss, als wir eigentlich sehen. Und wir wissen heute, dass diese gewöhnliche Materie, aus der alles besteht, aus der die Sterne bestehen, die Galaxien bestehen, Planeten, aber auch wir Menschen, nur etwa 5% der Masse des gesamten Kosmos ausmachen. Also von 100% sind das nur 5%, das ist wenig. Ja, was machen die anderen 95, also fast alles im Universum? Tja, das ist die Frage. Und da wissen wir, dass etwa 25% davon dieser Materie des Kosmos dunkle Materie ist. Es ist eine dunkle Masse, die wir aber ja, nicht sehen können. Wir können sie nur durch ihren Einfluss auf die Schwere, also in der Gravitation, messen. Und die Frage, was diese dunkle Materie, woraus sie wirklich besteht, das soll auch Euclid lüften. Aber in der Gesamtheit fehlt noch immer sehr viel und es sind 70%, die hier noch an, wir sagen heute Energie, eben fehlen, aber Energie und Masse, das lässt sich ja nach Einstein umrechnen. Und aber circa 70%, die uns noch fehlt hier im Universum, ist dunkle Energie. Und gerade bei dieser dunklen Energie tappen wir noch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln, denn wir wissen nicht, was sie eigentlich ist. Wir sehen sie nur in der Bewegung und in der beschleunigten Expansion unseres Universums. Aber auch hier soll Euclid den Schleier und den Vorhang lüften und uns mehr darüber verraten, ja, woraus kann denn diese dunkle Energie bestehen? Wir wollen das hier jetzt kurz zeigen in einer kleinen Animation. Wenn wir sozusagen einblenden hier, ja, unsere, so ein Deep Field, ja, dann, wenn wir da ganz in die Tiefe gehen, was man jetzt hier sieht, ist eine Strukturbildung dieses kosmischen Netzes. Das heißt, ja, die Materie im Kosmos ist nicht komplett gleich verteilt, sondern so ebenso wie eine Netzstruktur. Und Euclid wird aufgrund seiner Vielzahl der Beobachtungen, die es macht von Millionen, Milliarden von Galaxien,
diese Netzstruktur im Detail vermessen. Und mit dieser Vermessung, dieser detaillierten Netzstruktur erwarten wir uns eben Fortschritte zum Wissen über die dunkle Energie und die dunkle Materie. Ja, das Ganze geht natürlich zurück auf das ganze Thema unserer Urknalltheorie. Und wir denken, dass vor etwa 13,7, 13,8 Milliarden Jahren das Universum mit diesem Urknall begonnen hat und sich dann ausgedehnt hat seither. In den ersten 300.000 Jahren war das Universum undurchsichtig, also so dicht noch gepackt, dass die Elektronen, die Protonen, die Neutronen, vor allem die Elektronen nicht frei fliegen konnten. Also man hat sozusagen den Nebel vor den Augen gehabt. Das hat sich dann gelichtet nach etwa 380.000 Jahren, aber dann gab es noch keine Sterne, da gab es noch keine Galaxien. Wir nennen das dann das dunkle Zeitalter, das hier ganz am Anfang war. Und dann aber haben sich begonnen, die ersten Sterne und Galaxien zu bilden. Und dann, Schritt für Schritt, wurde das immer mehr, bis es zu einem Höhepunkt kam. Circa 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall sprechen wir von der sogenannten, vom kosmischen Mittag. Damit ist gemeint, das ist jene Zeit im Universum, historisch gesehen, wo am meisten Sterne und Galaxien gebildet wurden. Ja, aber wir leben heute nicht mehr im kosmischen Mittag, wir leben heute 13,7 Milliarden Jahre nach dem Urknall, also mehr als 10 Milliarden Jahre später. Und hier sind unsere Galaxien zwar noch immer in Bildung, aber schon bedeutend weniger. Aber was wir hier sehen, ist, dass das Universum sich heute beschleunigt ausdehnt. Also unsere Ausdehnung des Universums wird immer schneller. Und wieso es zu dieser beschleunigten Ausdehnung kommt, das ist eben eines der großen Rätsel. Denn wir sind der Meinung, dass diese dunkle Energie, das ist dieser Treiber dieser beschleunigten Ausdehnung. Nur was sie genau ist und wieso sie sich so entfaltet, das wissen wir bis heute eben nicht. Also, diese Entwicklung des Universums, das ist die wesentliche Frage, das genauer eben zu verstehen. Was wird Euklid da im Genauen und im Konkreten messen? Es gibt verschiedene Effekte in der Astronomie, die uns da helfen. Im Besonderen ist es der sogenannte Gravitationslinseneffekt. Was ist damit gemeint? Es steckt das Wort Gravitation und das Wort Linse drinnen. Also Gravitation, das ist ganz klar, das ist so die Anziehungskraft, die Materie sich gegenseitig anzieht oder die Schwerkraft. Und Linsen, ja, das kennen wir von einem Fernrohr, das kennen wir von optischen Geräten, die verändern die Richtung des Lichtes. Und auf der linken Seite ist das abgebildete sogenannte starke Linseneffekt. Funktioniert folgendermaßen, dass in großer Entfernung eine Galaxie steht, im Vordergrund eine andere Galaxie steht und diese Galaxie im Vordergrund wirkt wie eine Linse und erzeugt eine Ablenkung der Lichtstrahlen von der dahinterliegenden Linse oder dahinterliegenden Galaxie und erzeugt meistens ein verzerrtes Bild und ein starker Linseneffekt erzeugt dann oftmals so eine runde Struktur oder auch ganz klare Bögen. Wir nennen das Gravitationslinsenbögen. Wenn das nicht vorherrscht, dann würden ganz viele Galaxien, die näher nah beisammen stehen, eine sehr schöne klassische Ordnung haben. Wenn es aber dann zu so einem Linseneffekt kommt, und der kann auch schwach ausgeprägt sein, und das wäre hier auf der rechten Seite dargestellt, dann heißt es, dass dieser Linseneffekt oder dieser schwache Linseneffekt die Galaxie nur ein bisschen verschiebt. Das kann man aber so mit direktem Hinsehen dann nicht erkennen, und dafür braucht es dann sehr viel Statistik und es braucht auch ganz viele Beobachtungen von Galaxien, um das zu erkennen. Aber gerade dieser schwache Linseneffekt ist für die Entwicklung des Universums von großer Bedeutung und auch für das Verständnis der dunklen Materie und der dunklen Energie. Also, Gravitationslinseneffekt ist ein ganz wichtiger Aspekt hier in diesem Zusammenhang. Das Zweite, was auch
hier noch gemessen werden kann, ist der sogenannte baryonische akustische Schwingungen. Das klingt auch als kompliziertes Wort. Worum handelt es sich da? Ganz am Anfang, als das Universum noch undurchsichtig war, waren die Protonen, Neutronen, Elektronen und auch die Photonen noch nicht in der Lage, wie gesagt, sich so frei zu bewegen. Und was passiert ist, ist es, dass man damals, dass ich so anfänglich bis 300.000 Jahre nach dem Urknall ja, so Blasen gebildet haben. Und man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Stein in ein Wasser so einen Kreis bildet. Und dann ist das Universum expandiert und diese Blasen ja, sind zwar nicht mehr in dem Sinne sichtbar geblieben, dass man sie in dieser Ursuppe gesehen hat am Anfang, sondern sie haben sich eingeprägt auf die Strukturen der Galaxien. Auch das kann man nicht so ganz einfach beobachten, auch ist hier übertrieben. Man sieht nicht so klassische Kreise, die sich jetzt hier im Universum darstellen, aber wenn man genauer hinsehen, kann man solche Strukturen versuchen zu erkennen. Und das Ziel ist es, diese akustischen Schwingungen, am Anfang waren das akustische Schwingungen im frühen Universum, das anhand der Struktur der heutigen Verteilung der Galaxien im Universum noch zu erkennen. Und auch damit könnten wir dem Urknall und natürlich eben dieser dunklen Energie und der dunklen Materie besonders stark auf die Spur vorkommen. Jetzt blicken wir ein bisschen, wo wird denn Euklid den Himmel beobachten? Ich habe gesagt, ein Drittel des Himmels. Hier sehen wir die gesamte Himmelssphäre aufgerollt, wenn man sozusagen will. Und in der Mitte befindet sich unsere Milchstraße hier ganz im Zentrum. Das wäre das Zentrum der Milchstraße. Ja, beobachtet wird von Euklid der graue Bereich. Also hier jetzt eher nördlich und südlich. Und der mittlere Bereich wird ausgespart. Warum? Ja, weil unsere Milchstraße, in der wir ja selbst leben, die verstellt uns den Blick. Zu viele Sterne, zu viel Gas, zu viel Staub. Und genau das wollen wir alle sehen. Also wir müssen gerade da rausschauen, wo es eben weniger Sterne, Gas und Staub gibt in unserer Milchstraße. Und das ist nun mal nördlich und südlich. Und dann gibt es auch noch Bereiche, die wir etwas ausgrenzen müssen. Das ist unser eigenes Sonnensystem, nämlich auch die Ebene unseres Sonnensystems. Da ist auch mehr Gas, mehr Staub zu sehen. Das stört auch. Und im Süden noch ein bisschen unsere Nachbargalaxie, unsere eigene, in unserer eigenen Milchstraße oder nahe unserer Milchstraße, unsere Nachbargalaxie, die große Magellansche Wolke, auch die hat viel Gas und Staub und bietet da nicht den idealen Platz. Also, wir haben uns genau überlegt, wo Euklid den Himmel wirklich beobachtet. Und das kann man auch in dieser nächsten Animation sehr schön sehen, dass die nördlichen und südlichen Bereiche, galaktisch gesehen, dass die von Euklid vermessen werden. Also dieses ein Drittel des Himmels befindet sich vor allem in den galaktisch nördlichen und südlichen Gebieten. Ja, und wenn wir dann die Himmelskugel sozusagen zusammenfalten, dann sehen wir das. Ja, die Milchstraße ist ausgenommen, aber auch dieses andere Band, das hier ausgenommen ist, das ist das Band unseres Sonnensystems. Also, wie gesagt, da müssen wir ganz genau hinsehen. Wir können das auch hier sehr gut erkennen. Eben horizontal die Milchstraße und dann so schräg von links unten nach rechts oben, ja, haben wir unser eigenes Sonnensystem, wo auch mehr Staub und Gas sich befindet und daher für Beobachtungen nicht ideal ist. Wie wird Euklid das vermessen? Ja, das kann man natürlich, auch wenn wir ein Teleskop haben mit einem großen Gesichtsfeld, auch das kann man nur Schritt für Schritt machen, indem man es wirklich so förmig abscannt. Also Euklid wird ein riesengroßes Mosaik, ein riesengroßes Puzzle, wenn man will, hier machen und ja, Tausende und Abertausende von Feldern übereinander und nebeneinander abscannen und damit dann ein Drittel des Himmels. Und damit kommen wir in die Milliarden von Galaxien. Eine wirkliche Herkulesaufgabe,
den Himmel so abzuscannen. Was bedeutet das aber? Das bedeutet natürlich, dass extrem viele Daten anfallen. Und damit all diese Daten ja, dann auch gut bearbeitet werden, braucht es natürlich viele Menschen und eine große wissenschaftliche Gemeinschaft. Diese große wissenschaftliche Gemeinschaft oder das auch Euklid-Konsortium, das beschäftigt sich damit, um all diese Daten zur Verfügung zu stellen. Die Daten kommen natürlich digital von der Raumsonde, werden dann in den Rohdaten erstmals bearbeitet und dann ja, über die Datenprodukte, Bilder sind das, Spektren, Messungen, Kataloge der Community zur Verfügung gestellt, die dann am Schluss Wissenschaft draus macht. Also versucht die Daten zu interpretieren, zu verstehen. Am Ende des Tages, was soll diese dunkle Materie, diese dunkle Energie, was kann die sein? Ja, da können wir schon gespannt sein, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Hier noch ein kleiner Überblick über diese globale Zusammenarbeit. Also heutzutage in der modernen Wissenschaft sitzt man nicht mehr allein im stillen Kämmerlein und studiert ein Buch und schaut einmal an den Himmel hinauf, sondern da muss man zusammenarbeiten. Es sind über 300 Institutionen, die hier zusammenwirken, in 21 Ländern von über 80 Unternehmen, die beteiligt sind, 140 Verträge mit der Industrie, weil die ESA baut die Teleskope nicht selbst, sondern vergibt die meisten Aufgaben in der Industrie, in den Mitgliedstaaten. Und ja, wenn man es jetzt auf Personen zusammenrechnet, vielleicht über 3.500 Personen, die schon hier beteiligt sind. Und ja, ganz billig ist es auch nicht, aber das Geld wird ja für unsere Wissenschaft hier auf unserer Erde verwendet. 1,4 Milliarden Euro müssen wir mit den Missionskosten so in etwa rechnen. Euklid schon ein Jahr im Weltraum und die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse wurden schon vorgestellt. Und ich möchte jetzt noch 5 Bilder kurz zeigen, 5 dieser ersten wissenschaftlichen Ergebnisse kurz präsentieren, um einen kurzen Einblick, um einen kleinen Einblick zu geben, was Euklid hier so alles beobachten kann. Und starten wir gleich vielleicht mit dem ersten Bild. Und das erste Bild ist ein Bild des sogenannten Galaxienhaufens Abel 2390. Es ist ein gigantischer Galaxienhaufen. Wir haben also nicht die Zeit, jetzt hier alle Galaxien zu zählen. Wenn wir die Zeit hätten, ja, es wären über um die 50.000. 50.000 Galaxien. Und an diesem Galaxienhaufen sieht man sehr schön dieses Thema der Gravitationslinsen. Wir können hier im Zentrum diese Galaxien sehen und dann solche auseinandergezogene Bögen. Und genau das sind diese Gravitationslinsen. Diese Linsen von Bilder von Galaxien, die noch weiter hinten liegen und dieser Galaxienhaufen eben durch seine Gravitationswirkung diese so weit hinten liegenden Galaxien verzerrt. Daraus können wir eben viel über die Struktur des Raumes dahinter lernen. Und das ist eine wesentliche Aufgabe eben von Euklid, hier in der Tiefe des Raumes die Verteilung, die Materieverteilung und auch historisch und zeitlich gesehen damit auch etwas über die dunkle Energie zu lernen. Also das ist dieser Galaxienhaufen Abel 2390. Das nächste Bild führt uns eigentlich ja in die relative Nähe. Es ist die sogenannte Sternentstehungsregion Messier 78 im Sternbild Orion. Es ist ein berühmter Nebel, in dem man sehr schön erkennen kann, diese Staub- und Gasstrukturen. Und man kann aber, und das ist das Besondere an Euklid, das bis ins kleinste Detail. Einerseits haben wir ein großes Gesichtsfeld, aber wir können nicht nur die Strukturen im Großen sehen, wir können auch bis in die kleinen Details hineinblicken. Und diese Sternentstehungsregion beherbergt unglaublich viele kleine Objekte. Und wir sind uns heute nicht sicher, ob nicht diese dunkle Materie
auch vielleicht besteht aus dunklen Planeten oder aus sogenannten braunen Zwergen, also Sternen, die nicht so richtig Sterne wurden, die aber vorhanden sind, also Masse, die vorhanden ist, die wir nur nicht sehen. Und mit diesem genauen Blick in so eine Sternentstehungsregion wie M78, ja, hoffen wir, dass wir da mehr über diese kleinen Körper des Universums, also klein in dem Sinne, ja, Planeten und Sterne, die aber sehr, sehr schwer sichtbar sind, entdecken. Ein ganz wesentlicher Aspekt auch hier von Euklid. Das dritte Bild oder die dritte Aufnahme, die ich mitgebracht habe, ist ein Bild der Galaxie NGC 6744. Und wenn wir diese Galaxie von außen betrachten, sie ist wunderschön, aber sie hat auch noch was ganz Besonderes, denn sie ist unserer Milchstraße vermutlich sehr ähnlich. Ich könnte fast sagen, es ist sozusagen eine Schwestergalaxie unserer Milchstraße. Jetzt nicht in dem, dass sie sehr nahe ist, aber dass sie uns ähnelt. Sie hat eine Balkenspirale, sie hat einen schönen klassischen Kern, sie besteht aus Gas und aus Staub und sie hat eine wunderschöne Spiralstruktur. Und diese Spiralstruktur ist auch ganz besonders spannend, weil wir bis heute nicht genau wissen, wie diese Spiralstruktur entsteht und wie diese Spiralstruktur, auch die Spiralarme, in Wechselwirkung treten mit der Entstehung von den Sternen, die in diesen Spiralarmen entstehen. Und das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt, auch zu verstehen, wie das funktioniert, weil hier wieder auch die Gravitation eine ganz wesentliche Rolle spielt in der Entwicklung dieser Spiralarme. Und da wir ja in unserer Milchstraße drinnen sitzen und nicht rausschauen können, so oder nicht unsere Milchstraße von außen sehen können, ist es natürlich gut, eine Galaxie zu haben, die vermutlich ziemlich ähnlich der unseren ist. Und damit einen Blick von außen auf eine Galaxie haben, die, ja, wie gesagt, unserer möglicherweise ähnelt. Also diese Galaxie NGC 6744, auch eine für uns wichtige Galaxie zum Lernen der Wechselwirkungen. Und zwei Bilder habe ich noch mitgebracht. Eine noch einmal zu einem Galaxienhaufen, zu Galaxienhaufen wie der Abel 2764. Dieser Galaxienhaufen vor allem hier rechts oben zu sehen, wiederum ja, tausende von Galaxien. Das Besondere an Euklid ist sein großes Gesichtsfeld. Wir haben, wie gesagt, ein wirklich extrem großes Gesichtsfeld, aber gleichzeitig auch eine hohe Detailgetreue. Also wir haben sozusagen extrem große, scharfe Bilder. Das ist also ganz wesentlich für Euklid. Und früher konnte man nur einzelne Bilder hier oder hier oder hier machen und musste das dann ganz mühsam zusammensetzen. Und das funktioniert auch nur bedingt. Das nächste, was aber auch hier bei Euklid gelungen ist oder was nachdem sich Euklid orientiert, ist zu schauen, dass Sterne, wir haben hier einen hellen und einen zweiten, vielleicht noch einen dritten hellen Vordergrundstern, also Sterne in unserer Milchstraße. Da müssen wir ja durchschauen. Aber diese Sterne, die sollen uns nicht stören, die sollen möglichst wenig Licht auf das gesamte Bild abbilden. Und das ist nicht so einfach, weil wenn man das nicht richtig macht, dann hat man hier einen großen Fleck, der uns dann das dahinterliegende versperrt. Das Licht oder den Blick auf die dahinterliegende Struktur. Und aber Euklid ist so gebaut, dass diese Sterne nur ein Minimum an Störeffekt sozusagen erzeugen und wir daher ein Gesichtsfeld auch in die Tiefe bekommen. Das ist ganz, ganz faszinierend und bisher in der Form auch noch nicht möglich gewesen. Ja, und abschließend habe ich ja noch ein Bild auf eine wunderschöne wechselwirkende Galaxiengruppe mitgebracht, auf die sogenannte Dorado-Galaxiengruppe. Ja, sie befindet sich ja, wie gesagt, schon, Name sagt Dorado, eben Dorados, und hier jetzt zwei Galaxien, es sind zwei
wechselwirkende Galaxien, also Galaxien, die gravitativ gebunden sind, die umeinander faktisch kreisen und wo die Gravitation hier im Spiel ist, die sehr stark eingreift und man auch einige Arme sieht, wo also die Wechselwirkung hier diese Galaxienarme nach außen hinaus treibt. Und auch das ist, wie gesagt, eine ganz spannende Geschichte, weil wir wissen, dass auch um diese Galaxien herum oft ein Halo, so ein Bereich dunkler Materie ist. Wir können das nicht sehen, aber aufgrund der Bewegung und der Dynamik der Galaxien können wir erahnen oder wissen wir, da steckt mehr dort in der Gegend, als wir durch das leuchtende Licht dieser Galaxien sehen. Ja, es ist ein spannender Weg, den uns hier Euklid in den nächsten Jahren vorzeichnen wird. Und wir können schon uns freuen auf neue wissenschaftliche Ergebnisse, die in den nächsten Jahren eintreffen werden. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.